Der Fotoeffekt. Experimente und Schlussfolgerungen. Im Jahr 1888 hat William Halvachs eine interessante Entdeckung gemacht, nämlich dass Licht in der Lage ist, Elektronen aus Metallen herauszulösen. Etwas, was die Physiker als äußeren Fotoeffekt bezeichnen. Jetzt ist jedem klar, wenn es einen äußeren Fotoeffekt gibt, dann gibt es natürlich auch einen inneren. Aber der ist nicht Inhalt in diesem Erklärvideo, sei daher nur der Vollständigkeit halber erwähnt. Beim äußeren Fotoeffekt verlassen die Elektronen das Metall und sind im Freien. Beim inneren Fotoeffekt lösen sie sich nur von den Atomen und können sich dann im Metall frei bewegen. Das ändert etwa die Leitfähigkeit des Materials bei Lichteinstrahlung. Auch der äußere Fotoeffekt ist mit relativ einfachen Experimenten nachweisbar. Ich nehme ein Elektroskop, befestige oben etwa eine Zinkplatte und lade es negativ auf. Dann beleuchte ich die Platte mit verschiedenen Lampen. Dabei stelle ich fest, dass manchmal die Aufladung schnell verloren geht, also die Elektronen aus der Zinkplatte herausgelöst werden. Allerdings nicht immer. Das ist natürlich spannend und daher macht man viele Versuche, um herauszufinden, wann der Fotoeffekt einsetzt und wann nicht. Ich habe ein paar dieser Versuche gefilmt und auf meinen anderen YouTube-Kanal FuTube hochgeladen. Hier sind ein Link und ein QR-Code, die dahin verweisen. Unten im Begleittext ist dann der Link auch nochmal. Damit ihr aber jetzt nicht hin und her klicken müsst, fasse ich hier die wichtigsten Ergebnisse in einer kleinen Animation zusammen. Hier ist das Elektroskop, das ich dann mit einer negativ geladenen Kugel berühre und so auflade. Ich entferne die Kugel. Dann beleuchte ich die Zinkplatte mit verschiedenen Lichtquellen, etwa einem LED-Scheinwerfer, der wirklich viel Licht darauf ballert. Und doch, es passiert nichts. Die Ladungen bleiben auf dem Elektroskop, kein Fotoeffekt. Verwende ich hingegen das Licht einer Quecksilberdampflampe, so entlädt sich das Elektroskop, und zwar schnell. Dann variiere ich das Experiment noch einmal und stelle eine Glasscheibe zwischen Lichtquelle und Zinkplatte. Jetzt muss ich nochmal aufladen. Aber wenn ich dann die Kugel entferne, stelle ich fest, dass die Aufladung nun wieder erhalten bleibt. Sprich, durch das Glas hat das Licht seine Fähigkeit verloren, den Fotoeffekt hier auszulösen. Faszinierend. Ich brauche mehr Experimente, muss mehr untersuchen. Was kann ich denn eigentlich jetzt alles variieren? Erstens die Helligkeit des Lichtes. Zweitens die Wellenlänge bzw. Frequenz des Lichtes. Und drittens natürlich auch das Metall, bei dem ich den Fotoeffekt auslösen möchte. Außerdem brauche ich noch ein etwas besseres Messinstrument als nur dieses Elektroskop. Und das gibt es auch. Das heißt, wenig originell, Fotozelle. Sie besteht im Wesentlichen aus einer Vakuumglaskugel, bei der auf einer Seite eine Metallschicht aufgedampft worden ist. Zudem ist noch ein Metallring eingearbeitet. Dann passiert Folgendes: Das Licht dringt durch die Blende ein, fliegt durch das Innere des Metallrings und trifft auf die Fotoschicht. Wenn der Fotoeffekt stattfindet, löst es dort die hier grün gezeichneten Elektronen aus. Die fliegen dann in alle möglichen Richtungen durch die Glaskugel, treffen dieses oder jenes, aber eben auch den Drahtring. Der lädt sich dadurch negativ auf, während sich die Fotoschicht positiv lädt. Dabei entsteht eine Spannung zwischen diesen beiden Bauelementen, die ich dann messen kann. In der Realität sieht das etwa so aus. Ziemlich groß ist hier eine noch recht alte Quecksilberdampflampe mit Vorschalltrafo. Rechts daneben die Fotozelle. Daran angeschlossen ist das Spannungsmessgerät. Die Frage ist nur, was messe ich jetzt eigentlich mit der Spannung? Es wird Zeit, den Begriff Spannung zu wiederholen. Nach Physikbuch ist Spannung Potentialdifferenz. Dazu gibt es das Formelzeichen Delta Phi, wobei das Delta-Symbol für Differenz und das Phi für Potential steht. Okay, gegebenenfalls hat sich jetzt die Frage nur leicht verlagert, wenn ich nicht weiß, was Potential ist. Im elektrischen Feld, und sowas haben wir hier ja, ist sie definiert als die potenzielle Energie pro Ladung. Sprich, die Spannung beschreibt den Unterschied zwischen der Lageenergie zwischen zwei Punkten, hier zwischen Ring und Fotoschicht, pro Ladung. Wenn wir jetzt berücksichtigen, dass es stets zum Elektron geht, können wir nur leicht vereinfachend sagen, dass sie ein Maß für die Lageenergie ist, die die Elektronen beim Flug von der Schicht zum Ring aufnehmen. Übrigens verlieren sie die gleiche Energiemenge dabei in der kinetischen Form. Heißt, sie werden dabei langsamer. Hier bietet sich auch eine andere Energieeinheit als die Standardeinheit Joule an, das Elektronenvolt. Ein Elektronenvolt ist die Menge an Lageenergie, die ein Elektron beim Durchlaufen eines Feldes mit 1 Volt Spannung aufnimmt oder abgibt.
Das ist hier sehr praktisch, denn wenn ich nun etwa bei der Photozelle eine Spannung von vielleicht 0,8 Volt messe, dann weiß ich, dass die Elektronen beim Flug von der Fotoschicht zum Ring 0,8 Elektronenvolt an Lageenergie dazugewinnen bzw. an Bewegungsenergie verlieren. Fragt sich noch, wie viel Joule ein Elektronenvolt sind. Mit etwas Formelkenntnissen kann man leicht ausrechnen, dass es 1,602 mal 10 hoch minus 19 Joule sind. Eine Zahl, die den meisten wohl auch bereits von der Elementarladung her bekannt ist. Das ist natürlich auch kein Zufall, aber jetzt nicht unser Thema. Wir kümmern uns vielmehr darum, nun damit genauer zu untersuchen, was passiert, wenn wir die Helligkeit des Lichtes verändern. Das ist in der Praxis sehr einfach, indem ich verschieden große Lochblenden vor die Photozelle stelle. So, damit ist auch sichergestellt, dass ich nur eine einzige Größe ändere. Das heißt, dass sich weder die Wellenlänge ändert, noch das Material. Hier zeige ich beispielsweise das Ergebnis für eine Kaliumschicht, beleuchtet mit Licht von 400 Nanometer Wellenlänge. Angetragen wird nun die angezeigte Spannung gegen die Zeit. Der ganze Vorgang geht einigermaßen schnell, innerhalb von etwa einer Sekunde. Erreicht werden dabei nur geringe Spannungen, meistens unter 1 Volt. Bei einer mittelgroßen Blende sieht das Ergebnis dann so aus. Am Anfang steigt die Spannung an, aber der Anstieg wird langsamer und kommt schließlich bei einem Wert zum Stehen. Hier bei etwas mehr als 0,8 Volt. Das ist schon interessant, denn das bedeutet, dass der Aufladungseffekt nur bis zu einer bestimmten Grenze geht und dann aufhört. Was ist die Ursache? Am Anfang fliegen die Elektronen einfach weg und treffen dabei auch den Ring. Der Ring lädt sich dabei auf. Und dadurch entsteht ein elektrisches Feld, zu dem eine Kraft gehört, die Elektronen wieder zurück in Richtung Fotoschicht drückt. Je stärker die Aufladung, desto stärker die zurückstoßende Kraft. Und das Ende vom Lied ist dann wohl klar. Irgendwann ist die Aufladung so stark, dass die Elektronen den Ring nicht mehr erreichen können. Dann erreicht das System seinen Grenzwert. Das bedeutet aber auch, dass ich damit eine Aussage für die Energie der Elektronen gewonnen habe. Denn die Aufladung geht ja genau so weit, bis die Elektronen so gerade eben nicht mehr den Ring erreichen können. Das heißt, die Elektronen haben 0,81 Elektronenvolt Energie. Sobald die Spannung 0,81 Volt erreicht hat, schaffen sie es so gerade eben nicht mehr bis zum Ring. Ja, und damit ist dann Schluss mit dem Anwachsen der Aufladung und auch der Spannung. Machen wir nun die Blende etwas kleiner und schauen mal, was dann passiert. Der Effekt findet langsamer statt, aber letztendlich wird wieder die gleiche Spannung erreicht. Damit überrascht es auch nicht, was bei einer weit geöffneten Blende passiert, das heißt, wenn viel Licht die Fotoschicht erreicht. Die Spannung wächst schneller an, aber auch hier wird der gleiche Grenzwert erreicht. Das fasse ich jetzt mal in zwei Beobachtungen zusammen. Erstens, es wird immer die gleiche Spannung erreicht. Zweitens, je mehr Licht einfällt, desto schneller läuft der Prozess ab. Das heißt, desto schneller habe ich die Grenzspannung erreicht. Daraus ergeben sich die folgenden Schlussfolgerungen. Die erste ist einfach, helleres Licht löst mehr Elektronen aus, sodass der Prozess schneller abläuft. Die zweite ist interessant. Egal wie hell das Licht ist, die Energie, die die Elektronen haben, ist immer die gleiche. Denn, wie gesagt, die gemessene Spannung in Volt entspricht der Energie in Elektronenvolt. Schauen wir mal, was passiert, wenn wir die Wellenlänge des Lichtes ändern. Hier gibt es übrigens in der Praxis Probleme. Es ist gar nicht so einfach, eine genau kontrollierte Wellenlänge in die Photozelle einzustrahlen und diese dann zu verändern. Das gelingt in der Regel mit dem aus Linienspektren bestehenden Licht von Gasentladungslampen. So kann man hier eine der ausgesendeten Wellenlängen dann mit geschickten Versuchsaufbauten herauspicken und das Licht mit dieser Wellenlänge dann in die Photozelle senden. Daher gibt es im Folgenden auch nicht beliebige Wellenlängen, sondern diese sind halt durch die Spektrallinien der verwendeten Gaslampe festgelegt. Und so sieht das Resultat dann aus. Hier ist die Spannung gegen die Wellenlänge angetragen. Und das Ganze einmal für ultraviolettes, violettes, blaues, blaugrünes, grünes, ja und grünes Licht, das so ein bisschen in Richtung Gelb schon geht. Die erste Beobachtung ist leicht. Je größer die Wellenlänge, desto kleiner die gemessene Spannung. Und so ab ungefähr 550 Nanometer ist dann Schluss mit dem Ganzen. Aber wie ist der genaue Zusammenhang? Ist er linear? Ich lasse mal eine Ausgleichsgerade einzeichnen. So. Okay, die Punkte liegen schon in der Nähe. Aber wer jetzt etwas Gespür für die Auswertung von Messreihen hat, der merkt schnell, nee, das passt nicht so richtig. Denn die Lage der Punkte passt eher zu einem links gekrümmten Graphen. Etwa so. Hier gibt es jetzt viele Optionen. Quadratisch, eine höhere Potenz, antiproportional, exponentiell, was weiß ich.
Unglücklich ist dabei, dass wir nur 6 Messpunkte haben. Da wird viel einigermaßen passen und nicht so richtig zu einer klaren Aussage verhelfen. Das heißt, wir sind in einer Sackgasse gelandet. Das ist blöd. Ändern wir also die Situation. Statt die Spannung in Abhängigkeit der Wellenlänge anzutragen, kann man sie auch in Abhängigkeit der Frequenz untersuchen. Gemäß C gleich Lambda mal F kann man die Frequenz ja schnell aus der Wellenlänge ausrechnen. Und wenn man das macht, ergibt sich dieses Bild. Nun sieht man schnell, da könnte eine Ausgleichsgerade passen. Führt man dann die Regression durch und schaut sich das Ergebnis an, so sieht man sofort, ja, das passt. Das ist eigentlich erstaunlich, beginnend bei einer bestimmten Grenzfrequenz, hier etwa 5,45 mal 10 hoch 14 Hertz, verlassen die Elektronen das Metall und die Energie, die sie dabei haben, wächst linear mit der Frequenz an. Okay, nehmen wir das mal so hin und schauen mal, was passiert, wenn wir das Material der Fotoschicht ändern. Hier sind nochmal die 4 Messpunkte, die zu der Geraden bei Natrium führen. Nehmen wir nun stattdessen Lithium, so erhalten wir diesen Graphen. Und das ist das Ergebnis bei Cäsium. Und das bei Zink. Hier klärt sich übrigens schon das Ergebnis des Einstiegsexperiments. Quecksilberdampflicht hat UV-Anteile. Diese sind in der Lage, Elektronen auch aus Zink herauszulösen. Sichtbares Licht schafft das nicht, weshalb die LED-Lampe da keinen Erfolg hatte. Auch filtern Glasscheiben UV-Licht aus dem Spektrum heraus, sodass damit der letzte Versuchsteil aus den Einstiegsexperimenten geklärt ist. Das ist schön und gut, aber welche Schlussfolgerung ziehen wir nun aus den hier komplexen Daten? Es fällt sofort auf, dass alle Graphengraden mit der gleichen Steigung sind. Der Einfluss des Materials ist nur eine Verschiebung. Und das kann man dann so erklären. Erstens, das Licht überträgt auf die Elektronen eine Energie, die zur Frequenz proportional ist. Proportionale Zusammenhänge haben als Graphen eine Ursprungsgerade, die natürlich dann auch diese allen Graphen gleiche Steigung haben muss. Zweitens, beim Verlassen des Metalls geben die Elektronen wieder etwas von der erhaltenen Energie ab, genannt Austrittsarbeit. Die Verschiebung der Graphen ist damit übrigens nicht nach rechts, wie man intuitiv annimmt, sondern nach unten. Wie groß die Austrittsarbeit ist, hängt dann vom Material ab. Damit habe ich auch eine Formel, wie viel Energie das Licht auf die Elektronen überträgt. W ist gleich H mal F. H ist die Steigung und eine Naturkonstante. Sie beträgt etwa 6,626 mal 10 hoch minus 34 Joule pro Hertz. Und da Hertz der Kehrwert von Sekunden ist, kann man das dann auch als Joule mal Sekunde, also Joule-Sekunden bezeichnen. Benannt ist diese Konstante nach ihrem Entdecker, dem berühmten Max Planck. Sie heißt Plancksches Wirkungsquantum. Man kann aber auch Plancksche Konstante dazu sagen. Die Elektronen, die das Metall verlassen haben, haben dann passend zu den Gradengleichungen die Energie W gleich H mal F minus der Austrittsarbeit WA. Und das ist die Energie, die wir indirekt durch die Spannung an der Photozelle messen können. Kommen wir also zu den abschließenden Folgerungen. Licht übergibt immer Energie der Größe W gleich H mal F an Atome bzw. an die Elektronen in den Atomen, wobei H die Naturkonstante 6,626 mal 10 hoch minus 34 Joule-Sekunden ist. Das heißt, ich kann mir die Energie des Lichtes nicht mehr gleichmäßig vorgestellt, sondern aufgeteilt in einzelne Häppchen von dieser Größe. Das nennt man dann Quanten. Im Zusammenhang mit Licht nennt man die Quanten dann auch Photonen. Die Helligkeit des Lichtes wird dann durch die Zahl der Photonen reguliert, während die Energie der einzelnen Photonen durch die Wellenlänge bzw. Frequenz festgelegt ist. Soweit, so gut. Aber es gibt ein Problem, denn diese Vorstellung geht in Richtung Teilchenmodell. Wir wissen aber bereits, dass Licht Welleneigenschaften hat. Wie passt das Ganze zusammen? Und damit herzlich willkommen in der wunderbaren Welt der Quanten.